Von Weitem sieht er aus wie ein Flugzeug. Erst wenn er an dir vorbeifliegt, siehst du, dass es ein Körper mit zwei Flügeln ist. Er schwirrt nach rechts, nach links und bleibt ewig in der Luft. Das muss total geil sein. Er kommt auf uns zu! Schau dir das an! Wahnsinn! Die Zunft der Jumper hat Zuwachs bekommen. In ihren Wingsuits, einem Anzug mit integrierten Flügeln, katapultieren sie den Mythos von Icarus in neue Dimensionen. Sie springen überall, aus Hubschraubern, Flugzeugen oder von Felsenvorsprüngen. Hauptsache, es geht abwärts. Bis jetzt gibt es in ganz Europa gerade mal eine Handvoll Cracks, die diesen Extremsport beherrschen. 10 davon kommen aus Frankreich. Meine ganze Kohle geht da rein. Ich lebe dafür, ja. Jede freie Minute, die Yves 30 Jahre nicht in seiner Bar in Verbier ackert, verbringt er in der frischen Luft. Er war es, der vor 2 Jahren den revolutionären Fluganzug erfand, den Wingsuit, dessen Entwicklung ihn schlappe 1.000 Euro kostete. Seine Freundin Muriel traf er an einem beliebten Jumpspot in der Schweiz. Ich war an einer Wirtschaftsschule für Sportler und Künstler. Das war echt lässig. Wir hatten massig Ferien. Aber ich habe es trotzdem nicht bis zu Ende durchgezogen. Die Stadt und der Sport gingen mir auf die Nerven. Also habe ich danach erst mal 5 oder 6 Jahre mit Schreiben und Lesen verbracht. Doch der Ruf der Berge war stärker als Baudelaire und Yves kehrte schließlich zurück nach Verbier. Wingsuit hin oder her, gejumpt wird nie ohne Fallschirm und es dauert eine gute Stunde, bis dieser perfekt gefaltet ist. Wie bei allen Basejumpern ist die Sicherheit für Yves und seine Freundin Muriel oberstes Gebot. Ich habe ganz langsam damit angefangen, aber mein Vater fand das gar nicht gut. Meine Mom ist sofort ausgerastet. Aber dann waren sie bei ein paar Sprüngen dabei und haben gesehen, dass Sicherheit bei uns großgeschrieben wird, dass wir keinen Scheiß bauen. Der erste Sprung ist genial, der zweite ist noch besser. Fliegen ist der Urtraum der Menschheit, aber Leonardo da Vincis Erfindungen blieben alle am Boden. Und 1912 wurde aus Franz Reichels Sprung im Fallschirmanzug vom Eiffelturm ein Flug ins Paradies. Erst Anfang der 50er Jahre flog Leo Valentin mit seinen starren Flügeln eine Strecke von immerhin 5 Kilometern, bevor er seinen Fallschirm öffnete. 2 Jahre später jedoch kam er bei einem erneuten Versuch ums Leben. 1996 erfindet Patrick de Gaillardon den ersten steuerbaren Vorgänger des heutigen Wingsuits. 98 wird zwar auch ihm der Griff nach den Wolken zum Verhängnis, doch die neue Generation von Jumpern lässt sich von den Pforten des Himmels weiterhin anlocken. Der Stress fördert die Konzentration. Die Angst hält uns am Leben. Wir haben echt keinen Bock zu sterben. Und Schmerzen wollen wir auch so gut wie möglich vermeiden. In den letzten 2 Jahren gab es 2 Unfälle. Das liegt uns heute noch schwer im Magen. Wir vermissen die Verunglückten, es waren gute Kumpels. Aber das ist für uns kein Grund, damit aufzuhören. Wenn wir springen, denken wir immer an sie. Am Anfang war der Wingsuit nur ein Gadget klassischer Fallschirmspringer, bis die Basejumper ihn sich unter den Nagel rissen. Heute will Yves fliegende Gang aus einem Heli springen und einen Tiefflug von 1 Minute hinlegen, bevor sie den Fallschirm öffnen.
Das Schlimmste für mich wäre es, ohne Ausrüstung an einen Spot zu kommen und nicht springen zu können. Deshalb habe ich mein komplettes Equipment immer dabei. Da sind die Fallschirme und dahinter die Snowboards. Der Sprung beginnt mit dem freien Fall und erst danach geht es vorwärts. Einmal habe ich eine Straße unter mir entdeckt. Obwohl um mich herum alles frei war, bin ich trotzdem der Straße gefolgt. Das ist total strange. Irgendwie passiert das ganz automatisch. Ich hätte auch sehr gut geradeaus fliegen können. Aber nein, ich folgte dem Verlauf der Straße. Das Ziel ist es, so weit wie möglich zu fliegen. Uns kommt es nicht darauf an, wie lange wir in der Luft bleiben. Wenn man durch ein Tal fliegt, ist man manchmal gezwungen zu landen, weil man sonst gegen die andere Seite prallt. Es sei denn, man schafft es noch, rechtzeitig abzudrehen. 1996 installiert Jean-Noël Itzstein aus Lyon sein Atelier für Fallschirmtaschen am Fuße des Mont Blanc in Chamonix. In kürzester Zeit wird es zum Hauptquartier aller alpinen Basejumper. Jean-Noël gilt als Pionier des Basejump in Frankreich und begann schon vor 7 Jahren mit ersten Entwürfen für Flügelanzüge. Heute gehört er zu den wenigen Überfliegern, die mit ihren Wingsuits ins Leere springen. Manchmal werden wir mit Icarus verglichen. Und irgendwie kann man diesen Sport ja auch als etwas sehr Reines bezeichnen. Du steigst einfach einen Berg hinauf und dann fliegst du durchs Tal spazieren mit einem simplen Stück Stoff. Wenn der Stoff gespannt ist, bläht sich dieser Teil hier auf. Durch die einströmende Luft bläst sich der ganze Anzug auf. Das Gefühl, das wir beim Fliegen haben, bekommst du bei keinem Fluggerät mit einem Steuerknüppel. Bei uns ist es der ganze Körper, der fliegt. Loïc ist im Fallschirmclub seiner Eltern auf der Insel La Réunion aufgewachsen und springt schon, solange er denken kann. Mit 18 trifft er Le Gaillardon, dessen Flügelanzug ihn dermaßen antörnt, dass er beschließt, ein eigenes Modell zu entwerfen. Inzwischen ist Loïc die weltweite Wingsuit-Referenz und einer der einzigen, der mit 120 km/h nur ein paar Meter über den Boden fliegt. Der heute 26-jährige Stuntman jettet um die ganze Welt und landete bis jetzt immer weich. Wenn man 3 Meter über dem Boden fliegt, nutzt der Fallschirm überhaupt nichts. Und wenn es ein Problem mit dem Anzug gibt, sieht sowieso schlecht aus. Aber das Risiko ist sehr gering. Ein Bergsteiger hat ja auch nicht ständig Schiss, dass sein Seil reißt. Sonst würde er nämlich gleich unten bleiben. Man muss seine Flugbahn einschätzen können und in der Lage sein, mit präzisen Flugmanövern zu reagieren. Man ist sehr schnell, da darf man keinen Fehler machen. Das ist kein Sport mit festen Regeln. Es ist eher ein netter Ausflug unter Freunden. Mit guten Kumpels kommen solche Sprünge einfach am besten. In Yves Kneipe schmeckt den Wingsuit-Akrobaten und sonstigen Jumpern aus ganz Europa das Bierchen am besten. Hier werden Sprünge geplant, wird gefachsimpelt und von einer Landung ohne Fallschirm geträumt. Wer das versucht, den wird's ganz schön auf die Fresse hauen. Ich werde jedenfalls nicht derjenige sein. Aber ich schaue gerne zu, solange es jemand anders ist.